Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um eine natürliche Reinigung im Bad gehen. Denn wenn die Dusche und das Bad mit Fliesen, Fliesenfugen und Armaturen sauber gemacht werden muss, dann ist nicht unbedingt ein chemischer Reiniger aus dem Handel notwendig. Denn das Bad lässt sich auch mit natürlichen Hausmitteln schnell und wirkungsvoll reinigen. Legen wir gleich mal los. Für diesen Badezimmerputztrick braucht ihr Essig. Dann brauchen wir ein Päckchen Backpulver, eigentlich nur ein halbes, wenn ihr noch ein halbes übrig habt. Dann ist so eine Sprühflasche ideal geeignet. Ihr könnt natürlich auch eine leere benutzen von irgendeinem Reinigungsmittel, was ihr eh schon zu Hause habt. Ich benutze halt immer die hier. Dann braucht ihr 250 ml Wasser. Das ist hier zum Abmessen nachher. Und wir brauchen einen kleinen Trichter. Das war's schon. Für euren Putztrick im Badezimmer ganz ohne chemische Reinigungsmittel aus dem Handel benötigen wir erstmal die 250 ml Wasser, die habe ich hier abgemessen. Die kommen in die Sprühflasche. Dafür benutzen wir natürlich den Trichter. Einfach reingeben. Ich habe hier natürlich einen kleinen Trichter, deshalb dauert es ein wenig. Haben wir aber gleich. Dann als nächstes brauchen wir 100 ml Essig. Das kommt dann dazu. Also einfach 100 ml nehmen. Wenn es 120 sind oder 90, ist auch nicht schlimm. Sollte nur nicht viel mehr oder viel weniger sein. So, jetzt haben wir ca. 100 ml, wie ihr sehen könnt. So, ein bisschen mehr habe ich, macht nichts. Das schütten wir jetzt hier dazu. Einfach in das Wasser reinschütten. Essig ist ein antibakterieller Stoff, weil Essig hat Essigsäure drin. In einem normalen Haushaltsessig sind 5% Haushaltsessig, 5% Essigsäure enthalten. 5% Haushaltsessig wäre schlecht, dann wäre nicht mehr viel drin. Also 5% Essigsäure ist in einem normalen Haushaltsessig, der ist vom Discounter, kostet 39 Cent, also gar nichts im Prinzip. Und mit dem könnt ihr ein hocheffizientes Reinigungsmittel herstellen. Und wenn ihr dann noch circa eine halbe Packung Backpulver dazu gibt. Einfach hier oben reingeben, schüttet ungefähr die Hälfte rein. So, das ist ungefähr die Hälfte gewesen. Dann könnt ihr hier unten, wenn ich mal nicht so viel rede, die chemische Reaktion hören. Ich halte es mal vor die Kamera. Ich denke, man kann es gut hören. Dann verbindet sich sozusagen das Backpulver mit dem Essig. Beides reagiert zusammen und daraus wird dann ein sehr gutes Reinigungsmittel. Dann einfach die Flasche zumachen. Nachdem ihr das ein bisschen reagieren habt lassen, das ist wichtig, damit sich die beiden verbinden und kein Druck auf der Flasche entsteht. Das sind aber wirklich nur eine halbe Minute, während ich euch gerade das erzählt habe. Dann schüttelt ihr das nochmal gut und dann ist unser Reinigungsmittel schon fertig für die Anwendung. Jetzt hört ihr, ist ein bisschen Druck drauf. Mache ich noch mal kurz auf, kam durch Schütteln jetzt, dass das oben rausgehen kann. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Das ist absolut normal und wichtig, denn dann funktioniert unser eigenes Putzmittel aus natürlichen Reinigungsmitteln perfekt. So, jetzt hat es aufgehört und jetzt können wir gleich loslegen. Das von uns selber hergestellte Reinigungsmittel, das ich jetzt natürlich mitgenommen habe, das können wir jetzt verwenden, um im Bad unseren Putztrick anzuwenden und das zeige ich euch jetzt. Dafür sprühen wir jetzt einfach alle zu reinigenden Flächen im Bad mit diesem Reinigungsmittel ein, auch die Fugen natürlich und die Fliesen. Alle verschmutzten Bereiche großflächig einsprühen und ganz einfach mal einwirken lassen. Neben den Fliesen und den Fliesenfugen könnt ihr auch sehr gut eure Armaturen damit reinigen. Einfach einsprühen. Das hilft sehr gut gegen Kalkflecken, weil Essig ein guter Entkalker ist und Backpulver auch. Natürlich auch unsere Duschstange hier großflächig einsprühen. Und dann lassen wir das Ganze 10 Minuten einwirken. Die Einwirkzeit von 10 Minuten ist notwendig, damit die Essig-Backpulver-Mischung, also unser natürliches Reinigungsmittel, die Arbeit machen kann. Deshalb nicht gleich drüber wischen, sondern wirklich einwirken lassen. Macht euch auch wegen der Fliesenfugen keine Sorgen mit dem Essig, passiert nichts. Einzige Ausnahme, wenn ihr Silikonfugen habt, dann kein Essig verwenden. Dann verwendet man andere Dinge, dazu habe ich auch Videos auf meinem Kanal, könnt mal gerne da reinschauen. Kein Essig auf Silikonfugen. Ansonsten auf die ganz normalen Fugen könnt ihr mit Essig wunderbar arbeiten. Was ich euch nicht empfehlen würde, wäre jetzt zur Arbeit zu gehen und das 8 Stunden einwirken zu lassen.
Also wirklich 10 Minuten und dann wischt ihr den Dreck weg. Der ist dann nämlich gelöst und ihr müsst dann nicht mehr lang schrubben, ihr müsst euch keine große Mühe geben. Der Schmutz löst sich dadurch ganz einfach. Essig hat noch einen anderen Vorteil. Das Backpulver hat auch eine gute Wirkung. Allerdings der Essig ist besonders wichtig, weil der Essig sorgt praktisch dafür, dass nicht nur der Kalk gelöst wird, weil ihr habt ja auch Wasserflecken, ihr habt Kalkrückstände auf den Armaturen, natürlich auch auf den Fliesen, Seifenreste und alle Verschmutzungen, die man eben so hat im Bad. Ne? Und der Essig hat neben dieser kalklösenden und schmutzbefreienden Wirkung noch eine sehr gut andere, nämlich ist antibakteriell. Also Essig wirkt stark antibakteriell, das heißt, die Bakterien, die sich über die Zeit überall bilden, da könnt ihr gar nicht viel dagegen machen. Es ist ein feuchtes Klima im Bad. Es ist nun mal so, dass ab und zu mal Seifenreste da sind und da könnt ihr auch praktisch jedes Mal hinterherwischen. Ihr werdet dann nicht alles erwischen. Ja? Deshalb muss man ab und zu diese Reinigung machen. Und mit dem Essig bekommt ihr halt die praktisch schon entstandenen Bakterien, das will ja keiner im Bad, sag ich mal, die bekommt ihr damit abgetötet. Deshalb ist Essig dafür perfekt geeignet. In vielen Reinigungsmitteln, gerade von den ökologischeren, da gibt es ja inzwischen zum Glück auch ein paar, weil das Thema halt jetzt momentan in ist. Deshalb kaufen viele halt nur noch da, wo es Bio und Öko und 50 andere super Nachhaltigkeitssiegel drauf sind, die keiner je kapiert hat und keiner genau weiß, wie die zustande gekommen sind. Aber das verkauft sich gut. Da findet sich, wenn ihr mal auf die Zutatenliste schaut, auch oft Essigsäure. Genau aus dem Grund. Aber in unserem Putzmittel ist halt wirklich nur zwei natürliche Sachen drin und nicht noch 1000 andere, wo man vielleicht nicht unbedingt auf der Haut haben will. Ja. So, jetzt haben wir 10 Minuten abgewartet und jetzt könnt ihr, je nachdem, was ihr bevorzugt, könnt ihr dann mit dem Schwamm dran gehen und den Schmutz wegmachen. Löst sich auch in den Fugen, super einfach. Bei mir war es jetzt nicht besonders schmutzig, ich wollte es ja jetzt nur mal demonstrieren, weil ich das öfters mache. Ich persönlich benutze auch gerne ein Schwammtuch dafür, hier seht ihr das. Damit könnt ihr das auch wunderbar reinigen. Ja. Und das gilt vor allem für die Armaturen. Denn mit dem Schwammtuch kann man wirklich ganz wunderbar hier über die Armaturen putzen. Und das lässt sich super reinigen. Ich nehme natürlich auch vorher noch einen Schwamm meistens und tue nochmal hier rüber gehen. Und dann wird das abgespült, nachgewischt und dann ist es schon fertig. Probiert es einfach mal aus und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen geholfen habe und es euch nicht mehr ganz so unangenehm ist, euer Bad zu putzen. Und das Putzmittel könnt ihr auch tatsächlich ein paar Wochen aufbewahren, einfach immer kurz vorher schütteln, dann könnt ihr es wieder verwenden. Kostet euch 50 Cent, wenn überhaupt, und ihr habt wirklich ein effizientes Reinigungsmittel. Könnt ihr auch in den Fliesen in der Küche natürlich verwenden und in anderen Räumen, Waschküche, was weiß ich, was ihr halt habt. Könnt ihr auf allen Armaturen verwenden, kein Problem. Wichtig immer nur 10 Minuten einwirken lassen, dann wirklich restlos entfernen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr laufend neue Tipps und Tricks von mir. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex.